is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Zukunft klar offenbart. Gott der Herr tut nichts. Er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Die Ereignisse, die mit dem Abschluss der Gnadenzeit zusammenhängen und mit der Vorbereitung auf die trübselige Zeit, sind klar dargestellt. Und doch wissen unzählige so wenig über diese wichtigen Wahrheiten, als wären sie nie offenbart worden. Satan wacht darüber, jeden Eindruck zu verwischen, der sie unterweisen kann zur Seligkeit. So werden sie unvorbereitet von der trübseligen Zeit überrascht. Da wir uns dem Abschluss der Weltgeschichte nähern, fordern die Endzeitprophezeiung unser besonderes Studium. Das letzte Buch im Neuen Testament steckt voller Wahrheit, die wir verstehen müssen. Die feierlich ernsten Botschaften, die in der Offenbarung in einer bestimmten Reihenfolge gegeben worden sind, sollten im Denken des Gottesvolkes an erster Stelle stehen. Kostbare Zeit verfliegt und viele stehen in der Gefahr, der Zeit beraubt zu werden, in der sie die Botschaften weitergeben sollten. Botschaften, die Gott einer gefallenen Welt gesandt hat. Satan freut sich, Menschen abgelenkt zu sehen, die eigentlich mit einem intensiven Studium der Wahrheit beschäftigt sein sollten, die mit ewigen Realitäten zu tun haben. Das Zeugnis Christi, ein äußerst wichtiges und feierliches Zeugnis, muss der Welt weitergegeben werden. Überall in der Offenbarung finden sich überaus kostbare und aufbauende Verheißungen, aber auch Warnungen von erschreckender Tragweite. Wollen nicht die Menschen, die Erkenntnis über die Wahrheit zu haben, vorgeben, das Zeugnis lesen, das Christus dem Johannes gab? Da findet man keine Mutmaßungen, keinen wissenschaftlichen Trug. Hier sind Wahrheiten, die unser zeitliches und ewiges Wohl betreffen. Sie reimen sich Stroh und Weizen zusammen. Nur wer fleißig und regelmäßig in der Schrift studiert hat und die Liebe zur Wahrheit angenommen hat, wird von der mächtigen Versuchung bewahrt, die die Welt gefangen nimmt. Durch das Zeugnis der Bibel werden sie dem Betrüger auf die Schliche kommen. Für jeden wird eine Zeit der Prüfung kommen. Durch den Sichtungsvorgang mittels der Versuchung wird der echte Christ offenbar. Ist Gottes Volk jetzt so fest auf sein Wort gegründet, dass es den Beweisen, die es durch seine Sinne wahrnimmt, nicht nachgeben würde? Wird es in solch einer Krise sich an die Bibel klammern? An die Bibel allein? The Lord is coming. Are you ready?